Herzlich willkommen zu Autospielen und herzlich willkommen zur IAA 2019. Wir haben nicht für möglich gehalten, dass wir hier irgendwie akkreditiert werden, aber dann ist es doch passiert und darüber sind wir sehr froh, denn jetzt können wir euch mal mit auf die Reise nehmen und gemeinsam gucken, was die Hersteller so in Zukunft für uns parat haben. Ich denke, was jetzt schon klar sein wird, ist, es sind halt eben nicht mehr nur 600 plus PS V8 Biturbo-Verbrenner, sondern eben auch hybride und sogar ganz elektrische Fahrzeuge. Aber vielleicht können wir das ja gemeinsam als eine Bereicherung ansehen und vielleicht machen diese elektrischen Autos ja auch ein bisschen Spaß. Jetzt erstmal einmal beruhigen, nicht sauer werden, nicht deabonnieren, sondern einfach mit uns gemeinsam gucken. Viel Spaß. Da steht übrigens Henry Catchpole, eins meiner absoluten Idole. Aber gut, davon lassen wir uns jetzt mal kurz nicht ablenken. Wir sind in der ersten Halle angekommen, VW, VAG, da jetzt mal ganz hoch. Und da hängt ein A1 an der Wand. Da machen zwei Hände so mit einem A5 Cabrio. So. Hinter mir dreht sich jetzt eins der absoluten Messer-Highlights, der Lamborghini Sian mit bis zu 819 PS Systemleistung. Das heißt, ein 6,5 Liter V12, den kennen wir schon aus dem Aventador, hier nochmal leicht abgewandelt, und ein Elektromotor, und der ist direkt in das Getriebe integriert, also ein Hybrid. Und wenn man so will, der beste Beweis dafür, dass Hybride eben nicht langweilig sein müssen. Falls ihr noch ein bisschen Kleingeld übrig habt, 2,3 Millionen Euro soll er ungefähr kosten, aber wahrscheinlich ist es schon ausgemacht. Hier steht jetzt ein weiterer Beweis dafür, dass Elektrofahrzeuge alles andere als langweilig sein müssen, zumindest performance-technisch, denn der Taycan Turbo S hat 761 PS. Ganze Menge. Bis zu 412 Kilometer nach WLTP sind drin, wenn ihr einen haben wollt, ab 185.000 Euro und quetschen. Nicht schlecht. Wie findet ihr den? Also ich finde richtig, richtig gut, dass das Ding fast noch genauso aussieht wie die Studie damals. Schickes Teil. Gut da, ne? Mhm. Der letzte hatte ja ein bisschen Probleme mit den Domen, die manchmal ausgerissen sind. Kennst du die Fotos? Die Fotos nicht, hab mir von gehört. Aber ich hoffe, die hat er nicht. Wenn er die nicht hat und annähernd so gut fährt wie der letzte. Okay, und handgeschaltet, ne? Ganz wichtig, handgeschaltet. Setz ich mich da rein einfach, Digga? Nein, aber dann begrüßen wir auch schon unseren nächsten Experten. Das hat nochmal Filmer. Kann sich bitte einer von euch den kaufen und dann mit zur Zeit den Hobel bringen? Das wäre gut. Kennst du noch Knight Rider? Kid, Alter? Das sah wirklich nicht aus. Ah, gut, jetzt seht ihr das gerade. Alter, da wachsen Blumen drin. Er hat noch schön Efeu im Auto. Normalerweise ist man ein bisschen beunruhigt, wenn Pflanzen im Auto wachsen. Eigentlich kein gutes Zeichen, aber hier offensichtlich schon. Sieht ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer von innen. Nicht mehr so wie ein typisches Auto. Und hier ist offensichtlich die Konzeptstudie von Audi. Audi ID. Kein Lenkrad mehr, zumindest das Lenkrad hier so versenkbar. Also für autonomes Fahren gedacht, das Ganze. Dafür gibt es einen netten kleinen Kaffeetisch vorne auf dem Amateur. Hat auch was vielleicht. Dort steht vor einem weiteren Audi e-tron oder aus der e-tron Reihe, ich hoffe. So. In einem riesen Ding. Guckt euch mal bitte das Rad hier an. 26 Zoll, Junge! Sieht aber schon ein bisschen abgespaced aus. Ne? Das Ganze ist natürlich auch autonom ausgelegt. Sieht man da ein Lenkrad drin. Dafür ja, wie so ein Lounge-Sessel, ein super luftiges Cockpit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das, naja, wenn auch noch ein bisschen entfernt, aber dass das die Zukunft sein wird mal. Dass man sich in so ein Ding setzt, das per App ruft und das einen dann irgendwo hinkutschiert.
glaube, Autofahren wird so ein bisschen was werden in Zukunft, selber fahren in ferner Zukunft, wie Reiten heute. Früher war das Pferd auch ein Fortbewegungsmittel und heute ist das ein Luxusgut, ein Genussmittel, wenn man so will. Und ich glaube, das wird mit Autofahren auch passieren und ich glaube, das muss nicht mal unbedingt schlecht sein. Eben habe ich noch gesagt, es werden nicht alles V8 Biturbo 600 PS Karren sein hier. Das ist einer. Audi RS7 Sportback V8 Biturbo 600 PS. Grundpreis 121.000 Euro. Ein Riesending. So ein Trümmer muss man natürlich auch irgendwie wieder zum Stehen bringen und das macht hier eine Keramikbremsanlage. Man sieht hier die Keramikscheibe, ungefähr in, ich weiß nicht, was das für ein Format ist, aber es ist riesig. Allein der Sattel, ich weiß gar nicht, wie viele Kolben der hat. 6 Kolben Festplatte, würde ich mal sagen. 1, 2, 3, ja, also 6 Kolben Festplatte. Alter Schwede. Guckt euch bitte mal die App oben an. Das ist, das ist meine Hand. Eine kleine Hand zugegeben, aber... Und auch echt. Echtes Enduro, also nicht mit Audi S6 mäßig, you know. Falls ihr jetzt sagt, der Motor vom RS7, der V8 Biturbo mit 600 PS, der passt mir sehr gut, aber ich hätte gerne einen Kombi, dann ist das genau das Richtige für euch. RS6, ganz neu, ähnliche Formensprache und auch ein riesen Trümmer. Und auch rot. Das ist sehr gut. Gleich, können wir gleich mitnehmen, einmal einpacken. So, da seht ihr nochmal den Motor, der gleichen wie im R7. 4 Liter Hubraum, 600 PS, Grundpreis 117.000 Euro, aber so wie er hier steht, 164.000. So könnte Elektromobilität in Zukunft hoffentlich mal aussehen. Das ist nämlich der Audi PB18 e-tron. PB steht für Pebble Beach, da wurde er vorgestellt im Jahre 2018, also daher die 18. Das Ding hat einen Elektromotor vorne, zwei Elektromotoren hinten und zusammen ergeben die 680 PS. Ein Witz nur, also radikale Sportlichkeit und das drückt die ganze Formensprache auch aus. Ich finde, es sieht super scharf aus. Wenn das Elektromobilität ist, dann bitte mehr davon. Jetzt der VW ID.3. Warum 3? Die erste Form der Volksmobilität. Das war in Volkswagens Augen der Käfer, dann kam der Golf und jetzt der ID.3. Das ist ein Elektroauto. Jetzt wird ihn geben in drei Reichweitenstufen: 350 km, 420 km und 550 km. Entschuldigung. Die größeren beiden Varianten werden 204 PS haben und der kleinste wird 150 PS. Losgehen soll es ab unter 30.000 Euro im nächsten Jahr und dann soll der ID.3 auf Dauer gesehen zumindest den Golf tatsächlich ersetzen. Das heißt, eine Ära geht zu Ende, wir sind jetzt gerade beim Golf 7, Facelift, der 8er kommt noch und dann wahrscheinlich nichts mehr. Also, tschüss Golf, hallo ID. In Sachen Elektrifizierung gibt VW ganz schön Gas, das merkt man hier überall am Stand und in Zukunft vielleicht auch am Strand. Geiles Vorspiel. Ich stehe nämlich jetzt gerade hier vor dem VW ID Buggy. Das ist noch ein Konzept und mit ein bisschen Glück kommt auch in Serie. Hoffe ich zumindest. Ich finde es nämlich ziemlich geil und ich könnte mir gut vorstellen, mit dem Ding ordentlich über den Stand zu pesen und durch die Dünen. Könnt ihr euch eigentlich noch an den ersten VW Buggy erinnern damals? Auch ein sehr cooles Teil. Und ich finde, das ganze Thema wurde hier sehr, sehr cool umgesetzt. Wenn ein Name verpflichtet dazu, eine Runde Carrera-Bahn zu fahren, dann ja wohl Autospiel, oder? Mercedes die elektrische Zukunft vor, der Vision EQS, mehr als 470 PS, 760 Newtonmeter und bis zu 700 Kilometer Reichweite und ein ultra futuristisches Design. Und wieder diese riesigen Räder, damit haben wir es irgendwie alle.
Ich begrüße euch in meinem persönlichen Albtraum. Das ist ungefähr so das Gegenteil von meiner Komfortzone hier. Boah, nee, kann ich nicht. So, ein Elektrorennauto, Jaguar I-Pace aus der E-Trophy. Startet im Rahmen der Formel E. Serienleistung heißt 400 PS, 350 Newtonmeter pro Motor. Und mit dem ganzen Carbon-Shishi und der Zelle wiegt er nachher trotzdem ungefähr das gleiche wie ein Serienauto. Also mir wurde gerade gesagt, ca. 2250 Kilo. Also kein leichtes Auto, aber ein Rennauto immerhin. Was hier hinter mir steht und so aussieht wie ein Hyundai Veloster N für die TCR, ist tatsächlich ein Hyundai Veloster N für die E-TCR, also die elektrische Variante der TCR. Die geht nächstes Jahr an den Start und das Auto ist genau dafür gebaut. 800 Volt, 65 Kilowattstunden Batterie. Leistung im Moment konnte man mir hier noch nicht so richtig genau sagen, aber ich finde, das Ganze sieht schon mal sehr vielversprechend aus. BMW hat den aktuellen Dreier als Touring im Gepäck und Dreier Touring ist immer schön, immer schön. Und hier, er ist einfach keine Ausnahme, ne? Dreier Touring, beste. Nadine hat den neuen B3 Touring mitgebracht. 462 PS, das ist eine 3 Liter Reihen 6. Das Aggregat stammt natürlich wie immer von einem BMW AG Motor ab. 462 PS, 700 Newtonmeter, über 300 km/h Spitzlauf und es gibt ja durchaus Leute, die behaupten, dass BMW in letzter Zeit mit der Nierengröße so ein bisschen übertreibt, so wie beim aktuellen 7er zum Beispiel. Da gab es ja schon das ein oder andere Meme. Jetzt hat BMW ein Konzept mitgebracht und da ist die Niere einfach nochmal größer und beleuchtet noch dazu, damit die auch wirklich keiner übersehen kann. Das ist das BMW Concept 4, eine Designstudie, die darüber Auskunft gibt, wie das künftige Vierer-Coupé mal aussehen könnte, wenn es denn dann soweit ist. Ich finde es ein ziemlich schönes Auto geworden, ziemlich groß ist er, sehr kraftvoll sieht er aus, ziemlich kleine Spiegel und eine ziemlich große Niere, aber das kennen wir ja schon vom 7er. Audi hat den 4 Liter Biturbo Kracher im RS6 und im RS7 mitgebracht, da können die Jungs von BMW sich natürlich nicht lumpen lassen und bringen den M8 mit. Der hat 4,4 Liter, 625 PS, 750 Newtonmeter, legen also überall noch ein bisschen was drauf. Grundpreis 168.000 Euro und so wie er hier steht, über 200.000. Das heißt, wir müssen ganz dringend mal das Sparschwein plündern. Der neue Opel Corsa kommt auch als voll elektrische Variante, der Corsa E. Aber viel cooler als das ist noch, dass Opel mit diesem Auto den Opel E Rally Cup startet. Und das Auto dazu sehen wir hier hinter mir. 136 PS und 260 Newtonmeter, das ist Serie. Ansonsten gibt es, und das ist nicht Serie, ein Torsendifferential an der Vorderachse, eine Fly-Off-Handbremse, eine Sicherheitszelle, ein richtiges Rennsportfahrwerk und eine geänderte Bremssteuerung für die Rekuperation im Motorsport. Ein ziemlich cooles Teil, wie ich finde. Cooles Konzept. Land Rover hat den neuen Defender dabei und das ist eine Weltpremiere. Er hat große Fußstapfen. Hier ist die Langversion, da ist die Kurzversion. Gutes Ding. Hinter mir steht der Byton M-Byte. Das ist eine chinesische Firma. Die haben hier ihr SUV mitgebracht. Ist 4,85 Meter lang, wiegt bis zu 2,6 Tonnen und es gibt zwei Motorvarianten. Eine heckgetriebene Variante mit 272 PS, eine allradgetriebene Variante mit 408 PS und 700 Newtonmeter. Kommen nach Europa soll das Ding 2020 und dann wird er ungefähr 55.000 Euro kosten. Es gibt noch zwei Akkuvarianten. Eine macht 400 Kilometer Reichweite und die andere, die größere, über 500 Kilometer. Ein Riesenteil mit einem noch größeren Display, gefühlt 48 Zoll. Das mit Abstand größte Display, das es jemals in einem Auto gab. Ich hoffe tatsächlich, dass dieses Display die Night Flight Funktion hat, so wie sie Saab früher immer integriert hat. Das war eine coole Sache. Da konnte man das ganze Tacho-Ding und alle Beleuchtung praktisch ausschalten. Ich hoffe, dass das hier auch gibt, sonst ist es ein bisschen schwierig. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht schnell aus und nicht elektrisch. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich habe völlig planlos.
So, das war unser Tag auf der IAA 2019. Wir hatten super viel Spaß, aber wir konnten euch leider nicht all das zeigen, was wir euch gerne gezeigt hätten. Was wir euch gezeigt haben, auf jeden Fall, waren wahrscheinlich relativ viele Elektroautos. Das war von vornherein nicht unbedingt so geplant, aber es spiegelt hier die Messe und den Zeitgeist, der hier herrscht, ein bisschen wider. Aber vielleicht wird das ja gar nicht so schlecht. Mal gucken, was in Zukunft passiert. Falls ihr auch ein bisschen Spaß hattet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.